Achso, den Stock kann ich jetzt gar nicht mehr mitnehmen, das ist ja witzig. So. Der Hebel ist blockiert. Mensch, wie das wohl kommt. Na gut, dann war das wirklich eine einmalige Sache. Das muss so sein. Das geht nicht anders. Nein. Ja, wunderhübsch. Also das Wandmosaik ist doch schon so ziemlich fertig, ne? Wir brauchen doch nur noch dieses Teil zu färben. Haben Kreide, haben. Ach so, Moment. Ich bin ja so ein schlauer Kerl. Warum nicht? Super. Jetzt habe ich zermahlene Kreide und Schwielen an den Fingern. Das ist immer super. So, und wenn wir jetzt, wo ist die Kreidestaub, wenn wir das da Irgendwo reinkippen? dazwischen liegt das königliche Himmelblau. Irgendwo dazwischen. Cedric, böser Junge. Vielleicht machen Wenn wir ich das darauf da. schon rumpinsel, dann soll es doch wenigstens eine schöne Farbe sein, wie zum Beispiel das Himmelblau aus dem königlichen Wappen. Schwelg. Vielleicht tun wir das alles in Opas Nein, Hose. Okay, ihm gefällt die. mit Opas, mit diesem. Ja, mit Opas Hose. Ich weiß auch nicht, was das soll, warum er da immer sowas erzählt. Ach Mann, das ist doch echt mal gar nicht so einfach. Jetzt, was habe ich jetzt Wenn getan? ich darauf schon rumpinsel, dann soll es doch wenigstens eine schöne Farbe sein, wie zum Beispiel das Himmel. Ja, och, pff, das macht ja voll aggressiv. So, und jetzt machen wir das daran. Sie passt perfekt, aber die Farbe zu viel, Ja, aber nicht. Was ja, ist das? ja, ja. So, und jetzt? Die Farbe ist blau, aber es ist nicht dasselbe Himmelblau wie im Wappen. Okay, ja, ich. Einmal mit Wasser, da können wir den Mal Kreidestoff rein. sehen. Es hat funktioniert. Ich habe weiße Farbe hergestellt. Okay, dann können wir das da machen. Irgendwo dazwischen liegt das königliche Himmelblau. Nein! Vielleicht sollte ich sie einfach mal mischen. Ja. Hey, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Das königliche Himmelblau. Episch, wir haben blassblaue Farbe hergestellt, färben damit. Das königliche Himmelblau ist die perfekte Farbe für meine Mosaikscherbe. Viel besser. Ah, blassblaue Mosaikscheibe. Man könnte auch sagen, Mosaikscheibe in Himmelblau. Sie Himmel. passt perfekt. Das Mosaik ist jetzt komplett. Nanu, was war das für ein Geräusch? Ich glaube, es kam von der Tür da hinten. Wieder ein geheimer Mechanismus? Ich kann mir vorstellen, dass der König jedes Mal das Mosaik zusammengesetzt hat. Puh. Ach, du heiliger Bimbam. Oh. Puh, das ist ja hier nicht gerade die Spaßbude. Oh Mann. Streckbank. Werkzeug. Kohlebecken. Ein Käfig. Eine Knochenhand. Ach Mann, das ist doch lieblich hier. Oliven, wer sagt's denn? An die wir selbstverständlich nicht rankommen, würde ich sagen, oder? Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Vielleicht in den Käfig? Der Käfig ist verriegelt. Was auch sonst. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die Streckbank. Die benutzt man, indem man Gefangene draufspannt. In einem James Bond-Teil wurde das ja auch mal gemacht. Die Streckbank. Vielleicht können wir die Knochenhand darunter nehmen. Oh je, da habe ich wohl. Auweia, Entschuldigung. Er reichte mir den Finger und ich nahm die ganze Hand. Oh Mann, kommen wir da jetzt vielleicht ran an die Oliven? Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ja. Vielleicht können wir die Hand auf die Streckbank tun. Nee, die ist schon Die kaputt. Streckbank ist zu robust, um sie damit zu demontieren. Aber vielleicht mit der Säge. Super,
Jetzt habe ich eine Streckbank mit Durchreiche und eine Muskelzerrung. Wie eine Durchreiche? Verstehe ich nicht. Vielleicht mit dem Kuhfuß dahinter. Die Streckbank ist zu robust, um sie... dann nicht. Wir haben doch noch irgendeine komische Zange dabei. Die Streckbank ist zu robust. Ja, was genau soll das jetzt? Die benutzt man in... Ja, würde ich auch sagen. Die benutzt man, indem man Gefangene darauf spannt. Achso, vielleicht Opas Hose jetzt. Die muss nicht langgezogen werden. One size fits all. Selbst wenn ich wollte. Spot ist viel zu klein. Den könnte ich dann niemals einspannen. So, und dann vielleicht den... Verflucht, er hält nicht. Ich müsste ihn noch irgendwie fixieren. Und das machen wir dann wie? Festkleben, anbinden. Die ist lang genug. Witzbold. Na hübsch, wir haben also nur diese Sachen dabei. Scharfes Mondornament. Damit sichern wir sicher die Oliven ab. Oh Mann, wofür brauchen wir denn jetzt eine Streckbank? Ein Haken, okay. Nein, an der Kette hängen offenbar beide Käfige. Ich bin nicht stark genug, sie hochzuziehen. Vielleicht mit dem Seil an der Streckbank? Vielleicht könnte ich die Leine da anhängen. Aber was dann? Sedwick? Das muss ich nicht zusammen... Dann musst du das eben nicht. Der Eimer hat seinen Zweck erfüllt, vielleicht die Knochen, an. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber irgendetwas fehlt noch. Ach so, ich dachte, wir hätten jetzt so eine Schlabberhand gemacht. Aber irgendetwas fehlt noch. Vielleicht ein paar Finger abmachen. Sieh mal einer an. Die Zange passt perfekt in seine Hand. Ach, ist das schön. Wo ist denn jetzt... Ach so, wir waren nur eine Etage nach unten gegangen. Ich knote das Seil an die Zange. Dann kann ich die Knochenhand als Verlängerung benutzen und die Zange aus der Ferne bedienen. Das ist ja kompliziert. So, und das wiederum... Das kann ich da nicht dranhängen. Es hat weder Öse noch Schlaufe. Dann vielleicht an die Streckbank. Die Streckbank ist zu robust, um sie damit zu demontieren. Hinfort mit dir! Ich bezweifle, dass er sie zurückhaben will. Also wie jetzt? Wir haben da was gebastelt und nun... Mit Opas Hose, mit dieser... Deine Mutter! An den Haken. Ich hätte keine Öse. Nein, das kann ich da nicht dranhängen. Es hat weder Öse noch Schlaufe. Vielleicht Spot so, was? Oder? Ich kann doch Spot nicht einfach so an den Haken hängen. Er ist doch kein totes Vieh im Schlachthof. Ach nee, aber ein Keilriemen aus dem Basteln, ne? Das geht dann wieder. Ja. Mit Opas Hose, das ist ja wohl... Oh. Okay. Und dann setzen wir da vielleicht Spot rein. Wie immer. Und nun? Toll, haben wir den Käfig hochgehoben. Das ist ja... Ja, ich würde schon sagen, das ist sehr beeindruckend. Was ich da jetzt wieder alles geschafft habe. Nein, die Hose ist schon verbrannt genug. Vielleicht in den Käfig gehen, der ist bestimmt zu, ne? Und nun? Und nun machen wir Spot wiederum dick. Aha. Und das hilft uns jetzt inwiefern weiter? Oh, das war die Alt-Taste, das war nicht so gut. So. Also irgendwie sind unsere Möglichkeiten jetzt ja gerade eingeschränkt, ne? Autsch. Den Knochenstumpf, den können wir bestimmt auch mitnehmen. Braucht er man, ja? Er hat mir bereits die Hand gegeben. Etwas wörtlicher, als er lieb ist. Ah.
Ja, unsere komische Konstruktion. Ich bezweifle, dass er sie zurückhaben will. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Die muss nicht gestrickt werden. Die Streckbank ist zu robust, um sie damit zu demontieren. Also Spot am Haken, das ist doch schon mal eine super Sache, oder? Wir nehmen das Spot gerade mal raus. Spot? Achso, Spot will jetzt gar nicht. So, neue Idee. Wir versuchen die Schnur mit Knochenhandzange an die Hose zu Nein, hängen. das ist nicht schwer genug, um die Kette nach unten zu ziehen. Das wäre Zeitverschwendung. Der Käfig ist bereits offen. Ja, das ist ja toll, aber... vielleicht können wir dann von da oben aus an die Oliven ran. Wie wäre das? Gar nicht mal so blöd. So, zack, da rein. Und nun? Ja, und nun ist ja klar. Den kleinen Fetti Spot in die Hose. Es hat schon mal besser funktioniert. Achso, dann wieder klein machen. Es tut mir übrigens leid, wenn ich ihn immer Fetti Spot nenne. So dick ist er ja gar nicht. So. Und wieder in den Käfig. Es gefällt mir ganz gut, dass gerade keine nervenaufreibende Musik ist. So, Spot ein wenig größer machen. Patsch. Und jetzt können wir da vielleicht an die Oliven ran. Sandwick! Der Typ macht mich fertig. Ich bezweifle, dass er sie wieder haben will. So, Leertaste drücken, bis ich eine Ahnung habe. Nagelbrett. So, vielleicht können wir die da ranhängen. Na dann wollen wir dem Patienten doch mal ein paar Zähne ziehen. Nägel. Wofür brauchen wir jetzt wieder die Nägel für die Streckbank? Damit kann ich hier nichts ausrichten. Damit könnte ich irgendetwas an die Streckbank pinnen. Aber was? Ich wäre für Spot. Wie wäre das? Das ist eine Idee, aber... Ja, nehmen wir mal Spot hier. Spot. So, dann machen wir ihn flach. Sind die Zähne da eigentlich schon dran? Nee, sind noch nicht dran. Dann nehmen wir den flachen Spot. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Nicht? Sedwig, die war doch super. Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm heraus operiert. Ernsthaft? Mann, das sieht aber aus. So, achso, die Nägel hat er jetzt schon genommen, ja. Die benutzt man in die... Bla, bla, bla. So, und jetzt... Mit der... Nein, das hilft mir nicht dabei, den Flüsterstein aus ihm rauszubekommen. Sondern? Damit draufhauen oder mit dem Kuhfuß? Was? Nein, ich will ihn doch nicht wirklich foltern. Ich will lediglich den Flüsterstein aus ihm herausoperieren. Mit Kohlen vielleicht? Solange die Kohlen nicht brennen, nutzen sie mir gar nichts. Ach so. Spot, kommen Sie mal wieder her. Wir machen mal die Kohlen an. Und vor Angst lässt er die bestimmt fallen. Glühende Kohlen, die kann man bestimmt mitnehmen. Haha. Was wollen die jetzt? Auf der Streckbank. Die benutzt man, indem man Gefangene draufspannt. Ach so, ja. Draufspannt, ich hab's ja verstanden. Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm herausoperiert.
Und nun, da ist der Flüsterstein. Und weiter. Weiter weiß ich nicht.